Beim letzten Mal haben wir hier in der Riesenwasserfallgalaxie einen Secret-Stern gefunden, aber kamen dann gar nicht mehr dazu, den normalen Stern zu holen. Friends, das möchte ich heute mit euch zusammen tun. Noch einmal Raketenrase dank Dobo-Pfeffer. Dobo-Pfeffer. Und Friends, willkommen zurück bei Mario Galaxy 2. Schön, dass ihr wieder da seid. Und immer noch schön, dass ihr das Projekt so feiert, weil ich habe genauso viel Spaß wie ihr. Habe ich Spaß, oder? Ich habe nicht so viel Spaß wie ihr. Ich habe nicht mal ansatzweise so viel Spaß wie ihr. Wegen diesem Arsch hier. Mann, Alter. Ich krieg's kotzen. Wie kann der denn voll... Nein. Wir spreaden hier keine negativen Vibes. Wir sind einfach voll entspannt. Nehmen das so hin. Speichern das als Unkonzentriertheit ab. Und machen einfach weiter, als ob nichts passiert wäre. Das ist, glaube ich, die beste Herangehensweise, um dieses Problem zu verkraften. Schön, dass die Folge schon wieder so losgeht. Einige von euch werden sich jetzt wieder ins Fäustchen lachen. Oh, dieser Hini. Ich finde es nicht witzig. Okay, vielleicht doch ein bisschen. Ein bisschen finde ich es vielleicht doch witzig, aber wäre trotzdem lieber nicht gestorben. Egal. Ja, es ist bei mir aktuell 22 Uhr schon. Und ich nehme diese Folge eigentlich nur aus einem Grund auf. Und zwar hat mich Domi mal wieder motiviert. Aber mit einem Video, was er schon vor, oh lass mich lügen, 3 Jahren hochgeladen hat. Ich schaue ja sehr, sehr gerne seine alten LPs, weil die mich einfach halt mega an meine alte Zeit auf YouTube erinnern, als noch alles so, ja, ich sag mal, unbeschwert war. Damals, als ich einfach noch jeden Tag YouTube gucken konnte, weil ich einfach nichts anderes vorhatte. Das war eine ziemlich geile Zeit, ohne Scheiß. Ich vermisse die fast ein bisschen. Wo man einfach jeden Tag so viele LPs suchten konnte, weil man einfach so viel Zeit für alles hatte. Dame und... Nicht sterben. Okay, alles gut. Wir haben die Kometenmünze. Und ja, deswegen schaue ich da gern alte. Und ich habe dann jetzt aktuell sein Super Mario 64 LP wieder geschaut. Immer in der Früh, zum Frühstück oder wenn ich gerade mal nichts zu tun habe, was da selten vorkommt, aber ab und zu schaue ich mir immer wieder einen Part an. Und in einem Part redet er auch so ein bisschen über seine Aufnahmeroutine und hat dann einfach gesagt, er nimmt jeden Tag so viele Videos auf, wie er hochlädt. Und in meinem Fall sind das 2 Parts, sprich, eigentlich sollte ich auch jeden Tag 2 Parts aufnehmen. Und das war so ein richtiger Moment, wo es bei mir so voll Klick gemacht hat, weil ab und zu kam ich halt immer in Videonot. Und dann dachte ich mir so, hey, woran liegt das? Na klar, nimmt man nicht genug auf und so. Aber eigentlich ist es gar kein so großer Eck, täglich 2 Parts aufzunehmen. Es diszipliniert einen auch irgendwie. Einfach immer aufzunehmen, einfach immer produktiv zu sein. Das hilft einem im Leben weiter. Und jetzt war es heute auch so, ich komme aus der Arbeit, habe dann wirklich erstmal ein bisschen so, ja, ich sag mal wieder... Ich nenne es mal, ich will es nicht sagen, rumgegammelt, aber habe dann doch eine Zeit lang gebraucht, bis ich erstmal wieder von, ja, ein bisschen produktiv wurde. Ich komme aus der Schule, lege da meinen Schulranzen weg und so weiter. Und, ja, dann trinke ich erstmal einen Kaffee und schaue ein Video. Wisst ihr, ich brauche immer ein bisschen, um einfach, ich sag mal, produktiv zu werden. Und ich bin gerne produktiv, ich habe da sehr viel Spaß dran, aber ich muss mich doch immer ein bisschen motivieren. Und seit er gesagt hat, als YouTuber sollte man einfach jeden Tag so viele Videos aufnehmen, wie man hochlädt, hat es bei mir einfach so voll geklickt und das ist wirklich eine Mentalität, die ich auch durchsetzen möchte. Ich möchte einfach jetzt jeden Tag 2 Videos aufnehmen, dann komme ich auch niemals in die Bedrängnis, mal nicht an einem Tag 2 Videos hochladen zu können. Das ist eigentlich eine ganz simple Regel, die man befolgen muss. Und das Einzige, was man dafür braucht, ist einfach ein bisschen Selbstdisziplin. Und wenn man einfach weiß, an diesem Tag werde ich nichts aufnehmen können, weil man es einfach schon im Vornherein weiß, dann muss man halt einfach am Tag davor doppelt so viele Videos aufnehmen oder in den 2 Tagen davor jeweils 1 mehr. Auf jeden Fall, er hatte das in seinem LP so gesagt, ja, ich nehme halt täglich immer so viel auf, wie ich hochlade, dass mein Vorrat nie zur Neige geht. Da dachte ich mir so, klar, warum kommst du da nicht drauf? Das ist wie so eine Art Trainingsplan, den man verfolgt und deswegen nehme ich auch jetzt noch um 10 auf. Ich wäre jetzt eigentlich schon bald ins Bett gegangen. Wäre im Bett dann wahrscheinlich wieder ewig lang an meinem Handy gehangen und ja, hätte dann wahrscheinlich total Zeit wieder in den Sand gesetzt. Aber ziehe mir auch die Mario Galaxy 2 Folge auf, schick die kurz in den Rendervorgang und gehe dann ins Bett und dann kann ich auch direkt schlafen, weil ich noch ein bisschen was getan habe und ach, ich weiß nicht, hat mich richtig motiviert, als er es gesagt hat.
So, und jetzt sind wir in der ersten Wasserwelt, Friends. Jetzt geht's auch wieder on topic weiter. Geheimnisvoller Zwillingswasserfall. Diese Welt ist epic und deswegen gehe ich jetzt wieder vom Off-Topic weg. Habe ich euch kurz ein bisschen was erzählt, wie Domi mal wieder so ein bisschen mein Let's Player-Denken verändert hat. Mit einem Video von vor 4 Jahren mittlerweile. 2013 war es, damals vor 4 Jahren, ja. Krasser Scheiß auf jeden Fall. So, wir sind zwar noch nie wirklich geschwommen, aber das macht nichts. Ich weiß, wie es geht und solange ich die Steuerung verstehe, ist es ja auch für euch in Ordnung. Das Schwimmen ist wirklich ultra einfach. Man kann einfach so umherschwimmen und wenn man schüttelt, dann geht man so leicht nach vorne. Luft hat man auch und man kann sich eben unter Wasser auch diesen Cooper-Panzer grabben. Und der hat eben so einen Lichtstrahl. Und mit diesem Lichtstrahl muss ich diesen Viechern ins Auge leuchten und dann gehen sie down. Und das ist echt schon das ganze Geheimnis. Und die Musik hier ist einfach so wunderschön. Oh, ich liebe die Wasserwelten Galaxy einfach. Einfach nur epic. Boah, was bist du denn für ein fieser Geselle? Holy shit, den kenne ich gar nicht mehr. So, wir sind jetzt hier gerade durch so eine Art Unterwasserhöhle geschwommen. Und jetzt sind wir ja in einer Art größeren Ozean. Oh, warum gibt es hier schon wieder Coins? Hier gibt es schon wieder verdächtig viele Coins. Ist hier etwa schon wieder ein Gourmet-Luma, der Münzen haben will? Das frage ich mich gerade. Ob ich schon mal anfangen sollte, Münzen zu sammeln. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich erstmal um. Und wenn es wirklich so sein sollte, dann kann ich ja danach immer noch auf... Wenn man vom Teufel spricht. 15 Münzen, ne? Habe ich aktuell noch nicht. Aber die werde ich auftreiben können. Und machen wir es doch am besten gleich, dann haben wir es weg. Dann haben wir es weg. Da unten ist übrigens auch die Kometenmünze. Die nehme ich auch gleich mit. Mit Z, also sozusagen auf dem Nunchuck, der untere Button, kann man auch noch steiler nach unten abtauchen. Kann man dann insgesamt besser tauchen gehen. So, hier war jetzt ein Sternstaub. Verdammt, ich werde doch noch irgendwo 3 Münzen auftreiben können, oder? Das sollte doch wirklich jetzt kein Act sein. Oh boy. Das ist eine ziemlich elektrisierte Qualle. Der möchte ich nicht begegnen. Da oben sind noch Münzen. Und es sind genau 3. Okay, epic. Wie komme ich da hoch? Okay, Moment mal. Ich kann ja keinen Wandsprung machen. Doch, kann ich, aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber ich mach's einfach so. Das wird schon. Ah, scheiße! Ich komme nicht weit genug rüber. Oh, damn. Come on, come on, come on. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Nach oben. Ja. Scheiße. Komm nochmal. Ja. Oh, die eine noch, aber die komme ich jetzt, glaube ich, nicht hin. Oh, komm, irgendwo werde ich doch noch eine finden. Irgendwo werde ich doch noch eine Münze... Ja, da. Sehr schön. Okay. Wir können den Gourmet-Blumer direkt bezahlen. Da drüben wäre auch noch ein Münzring gewesen. Also die 15 Münzen sind hier gar kein Act. Drüben wäre auch noch mal eine. Yo, boy. Was machst du da? Den haben wir epic gekillt. Hey, alles fit? Hä, wirklich? Bist auf der Suche nach einem Powerstern? Naja, also ich kann dir einen Tipp geben. Probier das Unmögliche, wie ein Wasserfall zu erklimmen. Okay. Ich schätze, damit wollt ihr mir sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu tun. Ich glaube, ich weiß auch noch, wie das ging. Aber ich möchte euch jetzt mal vorerst nichts sagen. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, was es hiermit auf sich hat. Die müssen noch ein bisschen abwarten, weil erstmal fütter ich den Kollegen hier mit meinen 15 Münzen. Und schau mir erstmal an, was der mir für einen Sonderplanet erstellt. Aber da auch 2 Sterne im Auswahlmenü dieser Welt waren, gibt es in dieser Welt wohl 3 Sterne. Oh, und die sehen interessant aus. Muss ich da Wasserläufer killen? Weil schaut mal, die sind ziemlich... Moment mal, da leuchtet doch irgendwas. Oh, ich muss hier, glaube ich, diese Häschen fangen, oder? Denkst du wirklich, dass du mich erwischen kannst? Hoppe hopp. Ja, denke ich. Aber ich will erstmal wissen, was dieser Button hier macht. Oh! Okay. Das ergibt Sinn. Und jetzt bin ich wahrscheinlich auch schnell genug, um ihn zu kriegen, oder? Aber das Ganze hier ist getimed. Und da haben wir ihn auch schon. Okay, ich glaube, ohne das Eis hätte man das gar nicht hinbekommen. Aber mit Eis ist das gar kein Problem, weil man hier richtig schön Schlittschuh fahren kann. Und sogar so Pirouetten drehen kann. Oh, scheiße, ich sollte aber...
Ich habe meinen Tod schon wieder gesehen. Ich habe ihn schon wieder vor mir gesehen. Oh shit. Oh shit. Ich war schnell so kurz vorm Ausraster. Huh. Huh. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Nichts passiert. Nichts passiert. Wir haben den Stern bekommen. Wir haben die Kometenmünze. Wir haben auch den Secret-Stern dieser Galaxie. Schon wunderbar. Und ein neuer Weg eröffnet sich uns. Aber der ist mir jetzt erstmal relativ egal. Wir schauen uns jetzt die Welt auf ein neues an. Und jeder, der jetzt eins und eins zusammenzählen kann, kommt jetzt auch drauf, wie wir diese Wasserfälle erklimmen können. Übrigens, entschuldigt, dass ich ab und zu hier mal zu meinem Taschentuch greifen muss. Aber ich habe Heuschnupfen. Enormen Heuschnupfen. Und es ist gerade ein Wunder eigentlich, dass ich hier so gut reden kann. Ich habe auch gerade schon die Pokémon Weiß 2 Folge aufgenommen, die auch schon ziemlich gut lief. Aber irgendwann wird mich mit Sicherheit wieder ein Niesanfall überkommen und meine Nase wird wieder laufen wie, keine Ahnung, Flüchtlinge aus dem Knast. Also, Knastflüchtlinge. Ich meine jetzt keine afrikanischen Flüchtlinge. Damn, ich glaube schon den Scheiß. Ich meine natürlich wie Knastausbrecher. Das Problem ist, Flüchtlinge kam jetzt halt... Flüchtlinge ist halt jetzt einfach ein Begriff, der anders behaftet ist. Das kann man jetzt nicht mehr zu Knastausbrechern sagen. Aber Knastausbrecher sind doch eigentlich auch Flüchtlinge. Also... halt aus dem Knast, oder? Auf jeden Fall meine ich die und nicht die, die aus Kriegsgebieten hier nach Deutschland flüchten. Puh, man muss ja mittlerweile aufpassen, was man sagt. Damn. Und jetzt mal kurz Real Talk. Ich bitte jeden Best-of-Ersteller, der vielleicht ein Best-of hiervon macht, ich weiß nicht, Todorf, solltest du die Szene reinnehmen, dann nimm bitte auch jetzt meine Richtigstellung dahinter mit rein, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand ein falsches Bild von mir bekommt, nur weil es irgendwie ungünstig zusammengeschnitten ist. Das wäre mir sehr wichtig, falls du das machst, Todos, oder jemand anders sich das überlegt. Bitte sorg nicht dafür, dass ich nach außen irgendwie politisch falsch dargestellt werde, weil das möchte ich nicht. Die Flüchtlingsdebatte ist so etwas, sowieso etwas sehr, sehr Kritisches, wo überhaupt eine Debatte, die sehr, sehr polarisiert, und ich möchte nicht hier irgendwie der Grund für ein Ärgernis sein. Danke. So, aber Friends, wir haben jetzt diesen ganzen Ozean eingefroren. Ich finde das so epic. Und alles, was noch unter Wasser ist, bewegt sich auch noch, wo man gerade noch geschwommen ist. Aber oben ist jetzt einfach so eine richtig gut aussehende Eisdecke drauf, die jetzt halt einfach in 1440p noch viel besser aussieht. Und jetzt können wir einfach so epic den Wasserfall erklimmen. Einen vereisten Wasserfall mit dem Wandsprung nach oben. Dazu diese epic Musik, dieses schöne Galaxiendesign. Damn, ich liebe diese Galaxie einfach. Die ist wirklich wunderschön. Also Wasser, grünes Gras, schöne Sterne im Hintergrund. Gibt eigentlich nichts, was dieser Galaxie fehlt. Sehr, sehr episch. Sehr, sehr epische Galaxie. Aber es gibt noch einen dritten Stern, das haben wir gesehen. Und auch den möchte ich natürlich holen, ohne Frage. Very nice. Und übrigens, eine Sache, die ich noch ergänzen kann. Jeder Part, den ich aktuell von Mario Galaxy 2 aufnehme... fühlt sich an wie der erste. Sprich, ich habe einfach immer noch ultra viel Spaß daran und die Motivation ist immer noch super hoch. Mario Galaxy 2 könnte ein sehr, sehr geiles Projekt werden, weil ich glaube, diese Motivation, die ich jetzt schon die ersten 6 Parts habe, die wird sich einfach weiter so durchziehen. Tief durchatmen und rein ins Verlies. Oh shit. Hey, da ist ein Blume aus Sternstaub. Und ein Schlüssel, den ich glaube ich gebrauchen kann. Oh, aber es bleibt alles vereist. Also sagen wir, aus Stern 1 wird man hier übernommen. Die Aktion aus Stern 1 wird übernommen. Und für dich brauche ich den Schlüssel. Hol mich hier raus. Keine Sorge, werde ich machen. Aber erstmal schön viel Sternstaub mitnehmen. Und dann losschlittern. Ich liebe das Eislaufen in Galaxy. Das ist so epic. Vor allem kann man so richtig hohe Pirouetten machen, indem man einen Dreisprung macht. Hier eine neue Art von Gegner. Wenn die mich berühren, vereisen sie mich. Aber in der Wirbelattacke kann ich in diese Eisfähigkeit nehmen. Dann sind die nur so ein Aschebrocken, sag ich mal. Und dann kann ich sie zertreten. Also Wirbelattacke zum Erlöschen bringen und dann einmal dagegen treten. Richtig fiese Gegner, die können richtig ätzend sein, weil sie sich sehr unkonventionell bewegen, ne? Aber das passt. So, ich denke mal, hier muss ich rein, oder? Hier stehen immer süße Pinguine, die, glaube ich, immer sagen wollen, wo es lang geht und Tipps geben wollen, aber das kriege ich hin. Das kriege ich auch selber hin. So, jetzt sind wir im Verlies. Drücke Arm, schneller zu schwimmen. Ja! Das kenne ich schon aus Galaxy 1. Hier wäre jetzt eine Münze, aber die ist jetzt nicht so wichtig. Oh, ich glaube, in diese Luftblasen darf ich nicht rein, weil ich sonst zurückgespült werde. Schaden kriegt man dadurch nicht, aber man wird halt wieder zurückgesetzt. So, und hier ist jetzt dieses Verlies, von dem die Rede war, oder? Z drücken, um zu tauchen, hat er mir gerade gesagt. Oder? Drücke Z, um zu tauchen, ja.
Das habe ich auch schon rausgefunden. Boy, aber danke für den Tipp. Ich wollte jetzt aber erstmal das hier noch kaputt machen. Hier ist nur eine Münze. Oh, toll. Ich dachte, jetzt ist ja irgendwas Cooleres drin. Auch nur eine Münze. Hast du was zu sagen? Dreh dich, wenn du einen Schalter findest. Du weißt nie, was passiert. Das hätte ich auch noch hinbekommen. Ist hier etwa irgendwo ein Schalter, wenn er schon davon redet? Ich tue einfach mal hier lang. Da wäre noch mal eine Münze mit Luft, aber ich habe noch genug Luft. Okay. Diese Stelle haben wir auch in der Intro-Sequenz gesehen. Hier ist aber genug Luft und Leben, also man sollte eigentlich keine Probleme haben. Ah, und da ist ein Schalter. Also ich glaube, diese Galaxie soll einmal in diese ganzen Unterwasserwelten einführen. Also es ist alles nochmal... Fühlt sich eher noch wie eine Tutorial-Welt an. Oh, was sind ihr denn für Gegner? Ist halt auch die erste richtige Wasserwelt. Deswegen muss das natürlich auch alles erklärt werden. Hier schwimme ich einfach schnell durch, dann können die mir gar nichts. Und hier ist wieder eine Röhre. Sehr gut. Oder direkt hinter einem schwarzen Loch kommen wir raus. Holy shit. Aber nochmal Checkpoint. So, und das ist auch eine ultra epische Sache. Ich feiere es so, wie das Wasser hier im Weltall schwebt. Das ist so geil inszeniert. Also dieses Wasser im Weltall finde ich epic. Finde ich ultra epic, auch wie man sich jetzt hier fortbewegen kann. Hier schnell sein, bevor die Minen wiederkommen. Aber ich glaube, die können nichts machen. Die sehen mich zwar, aber die visieren mich jetzt nicht an oder so. Ja, man folgt halt einfach jetzt diesen Wasserlinien durchs All. Episch inszeniert. So, auf dich hüpfe ich mal drauf. Nennt sich als Sprungbrett. Und war hier nicht schon irgendwo der Schlüssel? Das nimmt ja gar kein Ende. Trau dich und rein mit dir. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Jetzt haben wir schon schwebende Wasserwürfel. Auch epic. Da muss ich mitschwimmen, oder? Ja, da muss ich mitschwimmen. Oh, hier durch. Der Stern ist super inszeniert. Macht megamäßig Laune. Und dann noch mit dieser ganz ruhigen, ja, doch schon leicht emotionalen Musik. Bekommt das Ganze auch einen sehr epischen Touch. Oh, geh da raus! Okay, erstmal ein Luma einsammeln, ganz wichtig. Sieht hübsch aus. Und ist halt auch viel Sternenstaub wert. So, und das mache ich, glaube ich, mit einer kurzen Wirbelattacke. Der Luma ist befreit. Ich wirbel jetzt aber direkt. Und komme wieder zurück, super. Ansonsten wäre ich runter ins Wasser gefallen. Und dann verziehe ich mich wieder. Und komm direkt beim Spawn raus. Ja, super. So, wie geht's dir? Hast du noch Luft bekommen? Boah, ja. War echt ganz schön feucht, ne? Okay, es war drin feucht. Wie darf ich das deuten? Aber der Stern ist immer noch nicht aus, Friends. Wir werden noch mal weitergeschossen. Und nochmal ein Checkpoint. Also ein sehr, sehr langer, epischer Stern. Den will ich. Den will ich. Den will ich, den will ich. Aber wie komme ich da hoch? Hier sind erstmal irgendwelche Elektro-Gegner, die sich zusammenziehen können und ein riesiges Elektrofeld erzeugen. Richtig eklige Gegner. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal bohren gehen. Wenn ich hier direkt in der Mitte bohre... Oh, geht's für mich gar nicht raus. Okay, ich muss von irgendwo da schräg vorne bohren. Von hier kann das sein. No, als ob ich hier abpralle. Als ob. Was soll das denn? Übrigens, was ist das hier eigentlich? Sind da Münzen drin? Ja, da sind Münzen drin, okay. Da muss ich hier bohren, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, noch weiter in die Mitte. Nicht weiter nach außen. Aber jetzt hier, oder? Sonst rege ich mich langsam auf. Okay, super. Hier wäre nochmal ein Bohrer. Und hier ist irgendwie eine Wasserquelle eingesperrt, oder? Dann zerbohre ich die mal. Ich kann mir vorstellen, dass die den Schlüssel haben. Mit dem Bohrer kann man die one-hitten. Mit dem normalen draufspringen sterben die nicht. Man muss die, glaube ich, mit einer Stampfattacke killen. Oder eben mit dem Bohrer. Hat einer von euch einen Schlüssel, Friends? Nein, keiner. Doch, der hat ihn. Okay, ich weiß nicht. Entweder hat man alle besiegen müssen. Oder ich habe einfach den mit dem Schlüssel zuletzt gekillt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt da reinbohren... Ich glaube, dann setzen wir eine Wasserquelle frei. Kann das sein? Oh ja. Und jetzt ist der ganze Planet unter Wasser. Erst vereisen wir auf einem Planeten alles und dann fluten wir einen Planeten. Epic Shit. Diese Welt ist nice. Also für diese Welt müsst ihr auch eigentlich fast einen Daumen hoch da lassen, oder? Oder für mich. Oh, meine Nase ist voll zu. Ah, das ist echt ätzend. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Schöne 20 Minuten, die wir heute gespielt haben. Oh, wir kommen sogar... Ah, kann es sein, dass wir einen Pinguin mitgebracht haben? Wir haben die ganze Galaxie... Oh, Galaxie komplett sogar. Nice. Ich kann mir vorstellen, dass wir einen Pinguin mitgebracht haben. So.
Aha, jetzt haben wir also einen frechen Pinguin. Ja. Oh, der ist so süß. Er scheint etwas loswerden zu wollen. Sprich ihn doch mal an. In Ordnung. Werde ich machen. Lass mal einen Sternstopp mitnehmen. Davon kann man nie genug haben. Schüttel die Liftverbedienung für einen Geschwindigkeitsschub, wenn du unter Wasser bist. Alles klar, Freunde. Und mit dieser Weisheit und hoffentlich einem Daumen nach oben verlasst ihr mich oder ich euch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. War heute wieder ultra spaßig. Ja, das soll es gewesen sein. Euer Hübi. Haut rein.